herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Endstand 2:0. Darf beide Trainer bei mir hier oben begrüßen, sowie unsere Gäste in den Businessbereichen. Herr Zorniger, als Gast haben Sie das erste Wort, bitte. Ja, zunächst Glückwunsch an die Eintracht zu einem verdienten Sieg und auch an der Kollege. Das war so ein Spiel in der Fortsetzung von letzter Woche. Ja, wenn ich gerade eben kurz einen Blick auf die Laufdaten gelegt habe, dann war das natürlich für das, wie wir eigentlich Fußball spielen wollen, viel zu wenig. Da hat uns sicherlich der eine oder andere Schlüsselspieler gefehlt, auch im läuferischen Bereich. Aber die anderen haben natürlich die Möglichkeit gehabt, das genauso zu tun. Das haben wir leider in einer Vielzahl nicht geschafft. Ja, es gab schon zu Beginn so immer wieder ein paar Anzeichen. Wir sind dann schon auch mal ins letzte Drittel gekommen, aber dann haben wir von dort wieder zurückgespielt, haben Möglichkeiten, ins 1 gegen 1 zu gehen, damit ein bisschen Risiko vielleicht auch zu nehmen. Das haben wir überhaupt nicht genutzt, sondern wir wollten dann nochmal durchspielen. Irgendwann war der Ballverlust wieder da. Und dann ging es in die andere Richtung und dann hat die Eintracht eigentlich auch ihre Sprintqualität ausspielen können, ohne dass sie da irgendwas großartig groß kreiert haben. Ja, eine Freistoßsituation, wo der Ball hinter Maxi Dietz kommt und er realisiert gar nicht, was da passiert. Also wir hatten schon der eine oder andere Spieler, der das nicht auf dem Niveau gespielt hat, wie sie es schon gespielt haben. Und da müssen wir eigentlich jetzt in der Analyse dann auch ansetzen. Wir sind gegen einen Gegner, der davor, glaube ich, 16 Tore gekriegt hat, nicht in die Phasen reinkommen, die wir auch schon hatten, in den ersten vier Spiele und im Pokalspiel, nicht im letzten Spiel, wo man dann einfach im Gegner Druck machen auf den Gegner, unter anderem auch durch Risikopässe, wo wir dann bewusst wieder verlieren. Ja, das gerade eben war jetzt ein halbgarer Ballbesitzfußball, der weit weg ist von dem, wie wir es eigentlich spielen wollen. Und das ist mehr als bitter. In den zwei Spielen jetzt gehen wir in eine kurze Woche Richtung Düsseldorf und müssen dann eigentlich ganz, ganz schnell hoffen, dass der eine oder andere Spieler zurückkommt. Aber auch nochmal ganz klar machen, auch wenn es eigentlich noch ein bisschen dauert, weil nicht alle Spieler oder weil der eine oder andere vielleicht ein bisschen später kommen ist, die werden uns alle weiterhelfen. Aber heute war es bei ganz vielen Spielern der Fall, dass sie uns nicht weitergeholfen haben. Vielen Dank, Herr Zorniger. Marc, du hast Daniel heute an der Seitenlinie vertreten. Du vertrittst ihn auch auf der Pressekonferenz. Ja, wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir heute unseren ersten Sieg eingefahren haben. Ich glaube, der war auch verdient. Ich habe auch eben gerade nur ganz kurz ein paar Daten mir angeschaut und was messbar war. Die Intensität, die Laufdistanz, die Sprints und so. Ich glaube, da waren wir heute gut im Spiel. Trotzdem sind wir gestartet. Die erste Chance hatte Greuther Fürth. Der geht am langen Pfosten vorbei. Vielleicht in den ersten Spielen geht so ein Ball rein, dann kann so ein Spiel auch mal wieder einen anderen Verlauf nehmen. Aber ich glaube, dass wir dann über die gesamte Strecke, im Gegensatz zu den anderen Spielen, die vielen Gegentore, die haben wir natürlich auch, mussten wir auch wegstecken. Aber heute haben wir es gut wegverteidigt, das ganze Spiel, und hätten, glaube ich, auch noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Ich muss mir noch mal in Ruhe anschauen, aber die Stimmung ist endlich mal so, dass wir glücklich sind und hier zu Hause endlich mal die drei Punkte einfahren konnten. Danke, Marc. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Der Kollege kommt. Kannst einmal deinen Namen sagen, bitte. Ich bin Charlotte und die Kinderreporterin und ich hätte eine Frage an Marc Fitzner. Und zwar warst du ja heute am Spielfeldrand. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hallo, Charlotte. Ich habe Daniel vertreten. Wir haben das gemeinsam im Trainerteam dann übernommen, haben so ein paar Rollen verteilt. Wir haben unter der Woche schon gesprochen, weil es ja eine besondere Situation war. Daniel hat auch noch nie eine rote Karte bekommen. Wir wussten auch nicht ganz genau, wie wir uns da verhalten sollten. Daniel war oben, wir hatten keinen Kontakt und sind im Vorfeld nur ein paar Szenarien durchgegangen, was passieren könnte. Und haben dementsprechend auch durchgegangen, wie wir wechseln können, wie wir reagieren können. Aber so ein Spiel nimmt ja dann auch manchmal eine andere Wendung. Deswegen haben wir dann ja die Entscheidung heute so getroffen, auch die Wechsel, wie wir es für richtig gehalten haben. Und sind dann auch froh, dass wir es so entschieden haben, wie wir es entschieden haben. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Heimweg und allen ein schönes Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.